Moin und herzlich willkommen zu Dabonias Testwerk. Heute habe ich euch ein Überraschungspaket von Kunstwerk Mühlheim mitgebracht. Wie ihr seht, auch ganz süß, ist es wirklich selber drauf gemalt. Ein kleines Herzchen mit Danke. Ein Shop, in dem ihr, ja, wie soll ich das sagen, so, ich würde es jetzt so als einen Shop bezeichnen, wo man tolle Geschenke kaufen kann. Eine relativ große Auswahl zwischen Dekoartikeln, gibt aber auch Lebensmittel wie zum Beispiel einen Fruchtaufstrich oder Kerzen. Verschiedene Dinge mit netten Sprüchen drauf und so weiter und so fort. Unter anderem dann natürlich diese schönen Mystery-Kisten. Finde ich sehr interessant. Ihr könnt den Wert wählen. Entscheiden zwischen 15, 25, 50 und 100 Euro. Wisst dann natürlich nicht, was drüber ist. Es steht nur dabei so, der Wert, den ihr bezahlt, wird auf jeden Fall überschritten. Steht aber nicht mit bei, ob das jetzt um, sagen wir mal, 2 Euro ist oder um vielleicht 10 Euro. Und ihr habt eigentlich auch keinen Ansatz, was dran ist. Was aber auch ganz nett ist, ihr könnt bei der Bestellung mit bisschen unter die Anmerkung schreiben, vielleicht irgendwie so ein paar Tipps, so damit man dementsprechend was einpacken kann. Da ich das jetzt direkt für mich selber bestellt habe, habe ich jetzt einfach geschrieben, so Empfänger, also ich, weiblich, mag Sarkasmus, kocht gerne und könnte eigentlich mal ein bisschen Entspannung gebrauchen. Die netten Angestellten damit jetzt wirklich was anfangen konnten und ich vielleicht wirklich dementsprechend da was drin habe, das ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Da schauen wir jetzt einfach mal rein und lassen uns überraschen. Achso, ich habe übrigens die Kiste für 25 Euro genommen, bevor ich vergesse, das zu sagen und ihr hinterfragt, welchen Wert hast du denn überhaupt? So, einmal Papier, knister, 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 einmal zur Seite, okay. Wir haben jetzt also eine Tüte hier drin, ja. Ist jetzt also nicht so riesig viel, muss aber ja noch nichts heißen. Was haben wir denn hier draufstehen? Und wehe, du freust dich nicht. Okay, das heißt, ich muss mich jetzt auf jeden Fall gleich ganz doll freuen. Finde ich aber schon mal ganz süß. So, wir machen jetzt mal auf. Okay, was haben wir denn hier drin? Ich habe auf jeden Fall, ich versuche das jetzt mal so halbwegs rauszuziehen, Luftschlangen hier dran. Na? Komm her. Die kann ich dann auf jeden Fall weiterverwenden. Der nächste Kindergeburtstag kommt ja bald. So, da ist glaube ich schon mal was zur Entspannung. Was haben wir denn hier? Oh, was zum Duschen. Sieht auf jeden Fall von der Verpackung her schon sehr edel aus. The Gift Label Amsterdam, you are fabulous. Mhm. Nee, das ist ein Duschschaum. Ja, steht hier auch drauf. Shower Foam, ne? Riecht aber ganz gut. Das finde ich schon mal ganz gut. Ob das vielleicht für die Entspannung sein soll, ich weiß nicht. Dann, oh, jetzt kommen bestimmt die Entspannungssachen. Das sehe ich schon mal. Und zwar, huch, hier ist noch ein bisschen was Glitzerndes dabei. Oh, nein, das ist fürs Kochen. Rotweinsalz. Hat auch so eine schöne rötliche Farbe. Also ich kenne ja jetzt schon viele Salze, so Kräutersalze, verschiedene, habe ich auch schon viele getestet, ausprobiert, so beim Kochen. Aber so ein Rotweinsalz hatte ich noch nicht. Salz mit Melo. Mhm. Schauen wir mal, was ich daraus dann schönes kredenzen werde. Dann haben wir Blütensalz. Oh, das ist lustig, das sieht schön bunt aus. Steht auch drin, welche Blüten da drin sind? Nein, nur Blüten. Na gut, aber sie werden mit ziemlicher Sicherheit wohl essbar sein. Ja, hier oben haben wir noch ein bisschen, ach doch, ne, hier haben wir nur extra noch draufstehen, kann Spuren von Weizen, Sellerie, Senf, Sesam und Schalenfrüchten enthalten. So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Sehr schön, ein Bonbon. Ja, also ich kann auf jeden Fall eine kleine Party machen. Ich habe Bonschen, ich habe Luftballons. Habe eine kleine Tröte, wo ich jetzt aber nicht reintröte. Und ich habe schon mal Luftschlangen. Kann ich schon mal Party machen. Und, ja gut, hier ist noch ein bisschen Konfetti drin. Das lasse ich jetzt aber brav und artig da drin. Entspann dich endlich. Das ist natürlich dann auch einfach nett gemacht. Da ist eine Kerze drin. Und einfach dann so ein Spruch da drauf. Oh, die riecht aber gut. Die riecht richtig gut. Steht hier auch drauf. Sexy Jasmin. Na dann.
haben wir also hier eine Kerze zur Entspannung, ne? Für die Frau von heute, was zum Duschen, was auch noch gut riecht, und was zum Kochen. Und für Sarkasmus haben wir da noch einen Rettungsspruch hier. Also zumindest wurde versucht, alles zu erfüllen. Das finde ich echt doch ganz süß. Preislich weiß ich überhaupt nicht. Also ich habe im Shop jetzt auch nicht irgendwie vorher geguckt, das hätte ich jetzt gerne oder so und das kostet so und so viel und dann muss ich die und die Box nehmen. Das habe ich also nicht gemacht. Kann man natürlich auch machen, also steht doch extra so als Tipp drunter, wenn man jetzt irgendwie die Hoffnung auf irgendwas ganz Bestimmtes hat, sollte man vorher im Shop gucken, ob das auch vorrätig ist. Ich weiß nicht, ob man das auch in den Anmerkungen dann irgendwie noch reinschreiben kann oder so, aber das habe ich jetzt halt einfach nicht gemacht. Also preislich kann ich jetzt nicht genau sagen, wie teuer das hier jetzt wäre. Ich bin auf jeden Fall neugierig und werde nochmal nachgucken, wie teuer jetzt, sagen wir mal, hier so ein Salz ist oder halt diese Duftkerze. Ich kaufe mir selber auch sehr, sehr selten Kerzen, gerade Duftkerzen. Eine Zeit lang habe ich das ganz viel gemacht und dann war mal irgendwann so der Punkt, ach nee, jetzt mag ich das nicht mehr. Von daher habe ich da auch mittlerweile gar keinen Überblick mehr, wie teuer die sind. Aber rein aus Neugierde werde ich für mich persönlich auf jeden Fall nochmal nachschauen, wie teuer das dann so ist. Und aber so von der Mischung her, von der Idee her, finde ich es ganz gut. Ich muss allerdings auch ehrlich zugeben, ob ich mir das jetzt nochmal für 25 Euro plus Versandkosten bestellen würde, weiß ich jetzt nicht unbedingt. Da bin ich mir nicht so sicher. Vielleicht dann eher so die kleinere oder halt als Geschenkidee für jemand anderen. Aber für mich persönlich wahrscheinlich nicht nochmal so. Aber wenn ihr auf der Suche vielleicht mal seid. Und wie gesagt, es wurde halt auch wirklich versucht, so meine Anmerkung zu umzusetzen. Das finde ich wirklich toll. Dann würde ich schon sagen, kann man das empfehlen. Vielleicht habt ihr ja dann auch ganz andere Wünsche und das wird perfekt umgesetzt. Aber ihr solltet auf jeden Fall mal reinschauen. Es gibt viele Produkte dort und vielleicht ist ja das ein oder andere für euch dabei. So, damit sind wir am Ende und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.